Hallo und herzlich willkommen bei Engelhart – Entdecken, was gut tut. Mein Name ist Silke Mörchen, ich bin Heilpraktikerin. Nachdem ich im letzten Video einiges über die Nieren erzählt habe, geht es in diesem Video rund ums Herz. Das Herz ist ein lebenswichtiges Organ und liegt zentral im Brustkorb. Es wird geschützt durch die Rippen und, ich sag mal, umarmt von den Lungenflügeln. Ich habe die hier schon mal abgebaut, also im Prinzip liegen die Lungenflügel hier schützend, oder eigentlich nicht schützend, sondern flankierend das Herz. Das Herz ist etwa faustgroß und liegt leicht, also zwei Drittel liegt im linken Teil. Also man könnte fast sagen, jedes Herz schlägt leicht links. Das Herz, mit dem Herz eng verknüpft, ist der Blutkreislauf. Also das Herz pumpt die Blutmenge in den Körperkreislauf und sorgt dafür, dass alle Zellen mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt werden. Und das Herz ist eigentlich der Sitz der Emotionen, sagt man auch, in dem Sinne, dass Gemütsäußerungen sich schnell in der Herzregion zeigen, in einer Veränderung des Rhythmuses, einer Veränderung des Schlages. Dabei ist das Herz nüchtern betrachtet eigentlich nur ein Muskel. Die dem Herz zugeordnete Emotion ist die Freude. Im Übermaß kann sich die Freude in einer Übererregung oder einer Nervosität zeigen. Es gibt zahlreiche Redewendungen, die das Herz betreffen. Zweimal zur Auswahl, mir hüpft das Herz für Freude. Oder aber auch, es hat ihm das Herz gebrochen. Daran sieht man schon den Bezug Emotion zum Herz. Die Zeit des Herzens, also die Zeit des maximalen Energieflusses laut der traditionell chinesischen Medizin, ist zwischen 11 und 13 Uhr, was ja traditionellerweise auch die Zeit des Mittagsessens ist, also eine sehr gesellige Zeit. Herzprobleme oder Herzaffektionen mit dem Herzen können sich äußern in schwankenden Blutdruck, in einem allgemeinen Kältegefühl und auch gegebenenfalls in wirklichen Herzschmerzen. Also das kann ein Stechen, ein Engegefühl, oft damit einhergehend auch ein Angstgefühl. Es kann ausstrahlen, also gerade bei Frauen strahlt es auch in den linken Arm aus. Es ist sehr, sehr wichtig, Herz- und Kreislauferkrankungen recht frühzeitig zu erkennen, da Folgen sehr, sehr langfristig sein können. Gerade im Anfangsstadium oder auch später begleitend schulmedizinisch können Herzprobleme sehr gut naturheilkundlich vorbehandelt oder auch begleitet werden. Im Mittelpunkt der naturheilkundlichen Therapie steht die Ausschaltung von schädigenden Faktoren wie Stress, Nikotin, Alkohol und überhaupt eine Fehlernährung. Ganz kurz zum Stress. Hinterm Stress steht ja oft ein Bedürfnis. Und das Bedürfnis kann sein, perfekt sein zu wollen oder etwas besonders gut machen zu wollen. Das führt dazu, dass vermehrt Stresshormone ausgeschüttet werden, wie das Cortisol und das Noradrenalin. Und diese Hormone docken direkt an die Herzrezeptoren an. Und das heißt, dass also im Prinzip jede Entspannungsmethode nicht nur gut für die Nerven ist, sondern auch gut fürs Herz. Was ist gut fürs Herz sonst noch? Also die Herzpflanze, die auch sehr gut erforscht ist, ist der Weißdorn. Der Weißdorn macht, dass das Herz langsamer und kräftiger schlägt und sorgt auch dafür, dass das Herz selber besser durchblutet wird. Eine Wirkung setzt circa nach 6 bis 8 Wochen ein. Also wenn meinetwegen ein Frischpflanzensaft eingesetzt wird oder ein Tee, muss man ein bisschen Geduld haben. Die Wirkung tritt also zeitverzögert auf. Unterstützt wird der Weißdorn sehr gut von dem Ginkgo-Baum. Also auch Ginkgo kann man als Tabletten einnehmen. Ich glaube, es gibt auch eine Tinktur mit Ginkgo. Ginkgo sorgt vor allem für eine gute Durchblutung in der Peripherie. Mit der Peripherie sind die Extremitäten gemeint, wie Hände und Füße, aber auch vor allem die Gehirndurchblutung oder alles, was gehirnnah ist, wie zum Beispiel das Mittelohr. Also auch zum Beispiel eine kleine Anekdote am Rande, dass der Tinnitus ist ganz oft auch eine Störung, die aufgrund einer schlechten Durchblutung sich äußert. Und auch hier ist Ginkgo ein sehr, sehr wertvolles Präparat. Für Interessierte aus der traditionellen Volksheilkunde gibt es eine Gefäßputzerkur, die sogenannte Zitronen-Knoblauch-Kur. Da werden Zitronen-Knoblauch gepresst und täglich steigernde Tropfen eingenommen. Das ist also auch ein sehr guter Schutz vor Atherosklerose. Eine wichtige vitaminähnliche Substanz ist das Q10. Das Q10, auch Ubiquinon genannt, sorgt dafür, dass die Kraftwerke in den Zellen mit Futter versorgt werden. Und gerade das Herz besitzt sehr, sehr viele solcher Kraftzellen. Das kann man also auch in Tablettenform oder in Kapselform zu sich nehmen. Wichtige Mineralstoffe für das Herz sind Kalium und Magnesium. Ein Mangel kann sich in Herzstolpern, in Extrasystolen, also Extraschlägen äußern.
Ich bin allerdings kein Freund dafür, das einfach prophylaktisch einzunehmen. Also entweder sollte ein Bluttest Auskunft geben, ob wirklich ein Mangel vorliegt. Sonst bin ich immer dafür, das auch sanft auszugleichen. Also kaliumreich sind Bananen oder Trockenfrüchte. Also ich bin ein großer Fan von Feigen und Aprikosen. Da kommen die Mineralstoffe in sehr konzentrierter Form vor. Magnesiumreich sind Nüsse und auch Leinsamen. Der heutigen Nahrung fehlen leider häufig Enzyme und Vitamine. Besonders hochwertig für die Herzgesundheit sind diese in fermentierten Lebensmitteln enthalten. Was heißt fermentiert? Fermentiert bedeutet, durch Milchsäurebakterien oder Hefe werden diese noch weiter aufgespalten und sind so besonders gut verfügbar. Ich bin ein Fan von milchvergorenem Sauerkraut, also wirklich das, was auch noch im Kühlregal zu finden ist, von den Säften von Eden. Die haben auch nebenher noch sehr gute blutbildende Funktion. Und auch sonstige Konzentrate, die einfach in Verbindung mit der Fermentation ist. Ein Kraftbooster fürs Herz ist das Singen. Singend ist beglückend, ist herzöffnend. Also das ist vielleicht die Gelegenheit, auch rauszukommen. Suchen Sie sich einen Chor oder werden Sie Chorleiter oder singen Sie sonst im stillen Kämmerchen. Das ist also eine schöne Methode, die ein bisschen unkonventioneller vielleicht ist, wenn man an das Herz sonst denkt. Ansonsten die Emotionen hinterm Herz. Was steckt hinter dem Herz? Was sind Ihre Bedürfnisse? Was liegt Ihnen wirklich am Herzen? Vielleicht macht es auch Sinn, sich darüber einmal Gedanken zu machen. So, das war jetzt ein kleiner Abriss über das Herz. Das nächste Mal geht es zwei Etagen weiter, da rede ich über den Darm. Und ich wünsche Ihnen von Herzen noch alles Gute.